Ich war immer so ein bisschen auf der Suche. Ich hatte immer dann wieder ein Ziel erreicht und wollte dann aber wieder was Neues. Also irgendwie spürte ich in mir immer so eine gewisse Leere und habe das dann einfach versucht in, ja, in Sport, in Leistung, in Anerkennung, in Aktivitäten, in Beziehungen, dieses Manko, was ich spürte in mir, zu füllen. Aber das war sehr anstrengend, dass ich über eine Freundin dann auch eine Ausbildung machen konnte als Reiki-Meisterin. Und das war für mich irgendwie sehr, sehr spannend, weil da passierte was bei den anderen und ich konnte da irgendwie wie beten in Anführungszeichen. Also ich dachte ja immer, dass das das Licht Gottes ist. Und an Gott hatte ich ja immer irgendwo geglaubt. Aber dass ich da so auf dem Holzweg war, das stellte sich dann eigentlich damit raus, dass mein Leben immer schwieriger und immer komplizierter wurde. Und diese Suche und diese Unzufriedenheit, die nahm eigentlich zu. Ich hatte immer irgendwie so meine Vorstellungen und meine Ziele, meine Perspektiven und hatte mir immer irgendwie so eine Strukturengerüst, dass also ich plante, wie es und wo es lang ging. Und ich war schon ein Jahr lang bei allen möglichen Ärzten und die sagten mir dann, oder die sagten mir dann, ich müsste ins Krankenhaus, um eine stationäre Aufenthalt zu machen, um das wirklich herausstellen zu können, was das ist. Und ich hatte Existenzängste. Ich sagte, ich arbeite jetzt hier gerade 4 Tage, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen. Also ich hatte Angst, meinen Job wieder zu verlieren. Und nach ein paar Tagen im Spital stellte sich dann heraus, dass ich an Krebs erkrankt war, dass ich einen Morbus Hodgkin hatte. Und als dann der Onkologe auf mein Zimmer kam, war sehr speziell für mich, weil meine erste Frage war, kann ich weiterarbeiten? Also meine Existenzängste waren eigentlich größer und irgendwo tief in mir drin wusste ich, dass sie jetzt was haben, dass sie was machen können und dass ich gesund werde. Also, dass ich sterben könnte, dass diese Möglichkeit, die existierte gar nicht bei mir. Da war es dann eigentlich so, nach dieser Hochdosis-Chemotherapie, dass die Ärzte mir sagten, dass ich geheilt bin. Und es war zwar kein Krebs mehr zu sehen, aber mein Körper war einfach, es war ein Wrack. Also ich wohnte im dritten Stock und ich konnte fast nicht mehr in meine eigene Wohnung hochlaufen, weil ich bekam fast keine Luft, mir taten alle Knochen weh. Aber so rein von der Schulmedizin her war ich geheilt. Und ich war einfach froh, dass es Menschen gab, die nicht aufhörten, für mich zu beten. Und meine Chefin, die schickte mich dann, weil es war dann eigentlich alles überstanden. Ich war dann soweit eigentlich wieder gesund und Gott führte mich meiner Meinung nach dort immer wieder zu den richtigen Leuten. Also ich sah eine Führung in meinem Leben, dass ich immer zu den richtigen Personen dann kam. Meine Chefin, die hat mir dann gesagt, ich soll doch mal in diese und jene Kirche gehen und ich habe die Adresse in meinem Navi programmiert und fuhr dann los. Und dann kam ich an ein Gebäude, wo draußen ganz viele Menschen waren, also das waren alle möglichen Nationalitäten und die waren ganz bunt gekleidet und es war irgendwie, da war so viel Freude. Und dann dachte ich ja, okay, gut, also jetzt gucke ich mir das mal an. Neugierig war ich ja auch immer. Und dann ging ich da mal rein und dann sah ich eine Bühne mit einer Band und einem Schlagzeug. Und dann dachte ich, also ich glaube, das wird spannend hier. Und die Predigt, das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieser Predigt vom Anfang bis zum Schluss interessiert war und dran war und dachte, das ist spannend. Da war einfach so eine Freiheit für mich da. Und am Schluss hieß es dann einfach, ich soll, also nicht ich, sondern wer diesen Jesus noch nicht eingeladen hat in sein Leben,
der könnte nach vorne gehen. Und da wurde so viel erzählt von dieser Freude und diesem anderen Leben, von diesem Leben in dieser Freiheit, wo ich dachte, das ist, glaube ich, das, was ich immer gesucht habe. Ich war immer so dieser freiheitssuchende Mensch, drum auch diese Taucherei. Und wenn ich im Wasser war und unter Wasser, da war für mich eine andere Welt. Da spürte ich irgendwo so eine Art Freiheit. Aber da glaubte ich wirklich, ich glaube, ich bin angekommen. Und wenn da diese wirkliche Freiheit durch ein Gebet ich das annehmen kann. Und vor allen Dingen hieß es auch, mein Lebenssteuer Jesus übergeben kann. Und ich dachte, okay, also ich meine, ich bin in alle möglichen Richtungen gesteuert und wäre dabei beinahe abgestürzt und umgekommen, wenn ich meine Mutter immer gebetet hätte. Also ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Und somit ging ich dann am Ende von diesem Gottesdienst, war so ein Aufruf und man konnte nach vorne gehen. Und dort hatte ich dann, ja, mein Leben in Jesus Hände gegeben. Und da habe ich dann einfach gemerkt, sofort eigentlich, dass mein Leben anfing, in eine andere Richtung zu gehen. Davor war ich wirklich so wie dieses Schiff, das mal rechts, mal links, mal auf den Wellen in diesen Stürmen immer war. Die junge Frau dann kam, die hatte sehr viele Zwänge. Und es war für sie recht schwierig. Sie konnte dich nicht richtig anschauen, hatte immer eine Kappe auf und hatte Angst, hatte wirkliche Menschenfurcht. Und sie war 2 Wochen bei mir und wir verbrachten einfach viel Zeit miteinander und hatten auch gute Gebetszeiten. Und dann auf einmal, also eines Tages war es dann so, dass wir beteten und dann sagte sie, würdest du mich taufen? Und ich sagte, ja, natürlich würde ich dich taufen. Ja, aber jetzt sofort. Und ich dachte, ups, jetzt sofort. Also ich meine, es war im April, es war kalt. Da kam dann wieder so die Bequemlichkeit mit ins Spiel oder so. Da sage ich, ja, da musst du ja mehr dazu wissen. Ich kann dich jetzt nicht einfach so taufen. Und sagt, ich weiß das, ich habe das gemacht, aber ich mache das nicht in Zürich, wo all diese Menschen zusehen. Und dann ging ich sie wirklich taufen und dann konnte ich sie taufen. Und als sie aus dem Wasser kam, sagte sie zu mir, Heuchea, das ist seit 10 Jahren das erste Mal, dass ich wieder komplett unter Wasser bin. Sie hatte wie eine Wasserallergie. Das war eines von ihren Phobien oder Ängsten oder was auch immer das war. Und sie sagte, ich kann es nicht glauben. Und es war dann interessant, weil vor 2 Jahren, glaube ich, war es dann so, dass sie als Sprecherin auf einer Frauenkonferenz in Südafrika eingeladen wurde. Und jetzt, wenn ich es erzähle, da schudert es mich, weil ich einfach sage, Gott ist einfach groß, was er einfach machen kann, wie er Menschen einfach verändern kann und heilen kann. Und das bin nicht ich, sondern das ist wirklich er, wo einfach am Wirken ist. Und sie hat das Alte wirklich im Meer abwaschen können und wurde wirklich geheilt. Und eine andere junge Frau, die hatte, also die ist ziemlich stark autistisch gewesen und die Familie hat gegoogelt, die brauchte eine Auszeit von ihrer Tochter. Die war 20 und die war 2x6 Wochen hier. Und es war nicht ganz so einfach. Aber für mich ist es eine Riesenfreude zu sehen, dass sie anfing, ein Kunststudium zu machen und die ersten Bilder sind verkauft und sie hat, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, dann hätte sie sogar ihre erste Vernissage gemacht. Also von dem her, für mich schön zu sehen, wie Gott einfach und wie Jesus einfach Leben verändert, wenn man will. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man dass man Anleitung hat, dass man zusammengehen kann. Jesus war immer zusammen mit Menschen. Das war nie im Alleingang, sondern das war immer ja mit anderen zusammen, mit seinen Jüngern zusammen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir jetzt wirklich für diese Zeit, für
dein Wirken und ich danke dir wirklich, dass du real bist, dass du lebst und dass wir uns entscheiden können, dass wir dich annehmen können. Und ich danke dir, dass du ja auch gnädig bist und dass du deinen Sohn einfach geschickt hast und dass du, Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist, dass unsere Sünden einfach bezahlt sind und dass wir uns bewusst einfach für dich entscheiden können. Und ich danke dir wirklich, dass, wenn jetzt bei den Zuschauern wirklich jemand ist, der das im Herzen einfach spürt und einfach sagt, ich möchte auch ja diesen lebendigen Gott, diesen Jesus wirklich kennenlernen, dass und das von Herzen einfach bekennt und ausspricht und annimmt, dass du ihn einfach, ja, dass du der sichere Anker einfach werden kannst. Und ich danke dir wirklich, dass du uns niemals abtreiben lässt, dass du in diesen stürmischen Zeiten, wo wir keine Sicherheiten mehr haben, wo der Job einfach wegfallen kann, wo finanzielle Engpässe kommen, wo ja durch Angst Depressionen ausgelöst werden, wo man Angst hat, um krank zu werden von Corona und man einfach wirklich Türen aufmacht für dieses Negative, wo ein lähmen kann und einer herunterziehen kann, danke ich dir, dass du größer bist. Und ich danke dir wirklich, dass du ja diese Menschen wirklich berührst und ich möchte dein Heil aussprechen. Und ich danke dir, dass du dastehst mit offenen Armen und dass du die Hand einfach reichen möchtest, jedem Einzelnen, die dich noch nicht kennen, aber auch diejenigen, die dich kennen, um sich wieder neu wirklich aufzumachen, um die Beziehung mit dir zu intensivieren, um dich zu suchen und sich einfach von dir beschenken zu lassen und dran festzuhalten und zu wissen, ja, du bist die Hoffnung, dir darf man vertrauen und du lässt deine Kinder nicht im Stich, ganz egal, was auch kommen wird. Ich danke dir, Jesus, für das Werk, das du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha und dass wir in dir bewahrt sind, geschützt sind. In Jesu Namen. Amen.